stellen Sie ihn durch. Ich hätte niemals diese Mission anschließen dürfen. Ich bin ein Wissenschaftler, kein Forschungsreisender. Bringen Sie sofort von diesem schrecklichen Ort weg. Beruhigen Sie sich doch erstmal und reden Sie mit mir, was passiert ist. Die Borg haben uns angegriffen und wir mussten unser Schiff aufgeben. Wir driften hier umher und warteten und dann... Undine! Sie kamen aus dem Nichts und waren nicht zu stoppen. Wir hätten nicht in ihren Raum eindringen dürfen. Sie sind so mächtig, viel mächtiger als wir. Bitte holen Sie mich hier raus. Was ist mit Captain Simmons? Sie war in keiner der Fluchtkapseln. Ich bin mir nicht sicher. Alles ging so schnell. Sie wollte als Letzte von dem Schiff gehen. Ich weiß nicht, ob sie es überlebt hat. Können wir nun von hier fort? Tut mir leid, Dr. Cooper. Wir müssen unsere Mission zu Ende bringen. Da wurde er wohl ausgewechselt. Wahrscheinlich zumindest. Endlich zu dem Bach. Hier sind die Borg. Sie werden nicht assimiliert werden. Sie werden geknutscht. Da vorne müssen die Borg kommen. Signalstation gescannt, Sir. Die Koordinaten der letzten Signalstation wurde heruntergeladen. Die Signalstation verbreitet eine enorme Menge an Datenverkehr, Sir. Die letzte Signalstation sollte uns die benötigten Informationen liefern. Ach, das war die vorletzte. Sir, das ist die letzte Signalstation. Ich konnte die Koordinaten der Flotte der Borg erfassen. Wir sind bereits ganz in ihrer Nähe. Schilde hoch! Seien Sie vorsichtig! So, dann muss ich jetzt doch die Kurbusse hier platt machen. Wie viele? Vier Stück? Warte mal, hier sind mehr Borg, als wir erwartet haben. Wie dem auch sei. Unsere Befehle sind klar. Wir müssen sie ausschalten. Voyager wird ihnen folgen. Bestätigt. Wir gehen hinein. Scheiße, wie viele Borg-Kuben muss ich denn platt machen, ey? Ist es ein Borg-Kuben-Matrix? Es ist riesig. Und Feuer. Der mir keine Sorgen platzt. Ach, eine Sphäre ist das genau im Gegenteil. Die Borg, die werden assimiliert.
Ach, noch ein Borg-Kubus. Ach Mann, ey. Ich dachte, wir hätten immer genug. Der Diamant stört unsere Deflektorschilder. Wir müssen ihn zuerst zerstören, bevor wir uns zurückziehen können. Sir, die Sensoren registrieren Andin-Platten, die sich auf unsere Position zubewegen. Wir können nicht gegen die Borg und die Andin zur gleichen Zeit kämpfen. Dann mal go, 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 die alte Platt machen. Und Feuer! Ja, Feuer, Feuer, schießen. Nein, bist du nicht vorbei.
Wow, 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 wow. Alter Schwede, die Alter von Macke, sonst ist es doch super kacke. Nein, nicht wieder mit dem Arsch. Das ist genau das Problem. Signalität wird jetzt geöffnet. Sofortiger Rückzug empfohlen. So, das ist doch super. Geschafft, obwohl ich nicht so viel Damage gemacht habe. Perfekt. Gott sei Dank, Mann. Nein, es gibt keine Pumpgun. Oh, meine Lieblingsszene. Faszinierend. Wir müssen sofort den Sternflottenkommando Bericht erstatten. Wir dachten, dass die Undinen auf das Eindringen der Borg in ihren Raum reagieren, aber es kommt jetzt ans Licht, dass die Ikonianer oder eine Macht, die sich als diese ausgibt, Schiffe der Alpha- und Beta-Quadranten nachgebaut und in den fluiden Raum geschickt haben. Offensichtlich greifen die Undinen uns an, weil sie denken, wir wären die Aggressoren. Ich sehe, sie beginnen mit schlechten Nachrichten. Es gibt gute Nachrichten. Der Verbreitung des Borg-Nanovirus wurde Einhalt geboten. Dank der Forschungsergebnisse des Doktors sollten wir in Zukunft in der Lage sein, derartige Planeten-Assimilierungen der Borg zu stoppen. Die Borg werden sich mit der Zeit anpassen, doch wir konnten verhindern, dass sie die Technik der Undine-Assimilation an das Kollektiv übermitteln konnten. Wir könnten es natürlich erneut versuchen. Wir müssen daher wachsam bleiben. Was mit dem Borg?